Für die sichere, saubere und leistbare Energiezukunft braucht es auch die Elektromobilität. Daher diskutieren wir bei unseren Elektromobilitätstagen, was bereits passiert. Wir tauschen uns aus und wir wollen noch einen Blick darauf werfen, was noch getan werden muss, damit die Elektromobilität endlich an Fahrt aufnimmt. Denn ohne Mobilitätswende wird es auch keine Energiewende geben. Die Einführung von E-Bussen und der Ausbau der notwendigen Ladeinfrastruktur sind wesentliche Punkte in Richtung klimafreundlicher Mobilität. Das kann man nur durch starke Kooperation zwischen den verantwortlichen Stakeholdern schaffen. Und genau diese Kooperation leben wir in Vorarlberg und schaffen es so, bis Ende 2025 E-Bus-Bundesland Nummer 1 in Österreich zu werden. Um unser Mobilitätsverhalten nicht grundlegend ändern zu müssen, ist die Elektromobilität die einzige realistische Chance. Deshalb Konzentration auf die realistische Möglichkeit, die Elektromobilität. Das bringt uns in die Zukunft.